Oh, heute mal ein virtuelles Unboxing oder was? So ungefähr. Ach Mist, ihr seht ja schon den Text. Wie mache ich das denn jetzt? Regie? Kann ich das irgendwie, können wir das dann Schnitt schwärzen oder sowas ähnliches? Was? Ich kann da Buchstaben drüber schreiben, irgendwie mit einer Schrift etwas klären. Naja, muss gehen. Bisschen Kleingeld für Zwergi, damit er sich Adobe Premiere leisten kann und nicht kostenlose Windows-Programme nutzen muss als Schnitt. Ja. Packen wir's aus. Briefly Second oder so ähnlich. Bravely Second. Okay. Briefly Second. Die Demo-Version. The Ballad of the Three Cavaliers. Ein bisschen Kleingeld für einen Englischlehrer. Square Enix. Okay, Leute, ich bin weg. Aha, da konnte man jetzt scheinbar eine AR-Karte hinlegen und einchecken, aber ich nicht habe eine AR-Karte. Wo, ja, irgendwo habe ich es, aber gerade nicht hier. Naja, gut. Ja, und ich weiß, dass man sich Adobe Premiere cracken kann, also legal runterladen kann, aber Leute, ich bin ein Mann des Gesetzes. Nein, ich bin kein Polizist. Ich meine, dass ich die Gesetze einhalte. Ich bin ganz ehrlich. Oh, select a different difficulty level. Casual, normal, hard. I use casual. Yes. Weiß nicht. Sag mal. Okay, hier sehen wir schon eine gute Animation. Es startet. Jetzt spielen wir Bravely Second. Oder wie es auch ausgesprochen wird. Wie gesagt, spendet für einen Englischlehrer. Jetzt talkt ihr in Englisch zu mir. Ach, muss ja gar nicht vorlesen. Das ist gut. Wo bist du? Wo bist du? Ach, auf dem unteren Bildschirm. Ja, nice. Wir werden es jetzt nicht einblenden. Okay. Das ist jetzt irgendwie, muss jetzt irgendwie so eine Botschaft sein, so eine Hologrammbotschaft. Die ist dort in seinem Arm dort. Er hat irgendwie so auf dem Arm dort. Im unteren Bildschirm sieht er das, sieht man dieses, was der im Arm hat. Ich verstehe knapp die Hälfte von dem, was die labern. Will ich aufpassen. Okay. Gut, dass ich das nicht sprechen muss. Ist auch eine gute Synchronisation, also. Aha. Die drei Musketiere. In Englisch. Das waren Franzosen, aber egal. Ah, auch eine. Ach, sie ist eine Prinzessin oder sowas ähnliches. Können wir das irgendwie ein bisschen beschleunigen, weil
soll jetzt Test werden, kein Let's Play. Also Unterschied zu einem Let's Play, dass es ein bisschen schneller geht, dass es ein bisschen konzentrierter ist. Ja, überspringen mal ein bisschen. So, hier bin ich. Wir müssen die Prinzessin retten. Wie in Mario. Okay. Gezeichnete Umgebung. Hier können wir sprechen. Nein, das will ich nicht vorlesen. Ich bin einfach zu schlecht. Ich kann es mal probieren bei dem nächsten, den ich anspreche, aber ich glaube, mein Englisch ist zu bad dafür. Kann ich dich ansprechen? Hey, did you know there are two ways in and out of this town? These stairs, if you reach you down to the coast. If you're looking for the desert, talk to my brother in the north of here. How did that work, are you? Five. Updates. Ah. Wie habe ich jetzt gespeichert? Das ist der Speichermann. Nope. Und ich lese nicht vor. Aha. Looking for a room. It's 8 PG at night. Okay. Jetzt habe ich da wohl übernachtet. Okay. Hey, there. Have a look at your items. Okay, hier können wir buyen a potion. A high potion. And phoenix down. Antidote. Eye drops. Echo, Herbs, Balsam und ja. Phönixfeder. Gekauft. Ich kaufe mir auch noch eine Potion. Was auch immer das ist. Ich will es. Eye Drops. Okay. Keine Ahnung. Ich habe nur die Hälfte verstanden, wie immer. Do not both play Bush Bunny's friends. Don't let go telling tales password between you and me. I get many as I could know here und so weiter und so fort. Ich kann schon im Deutsch nicht sprechen. Nicht richtig sprechen, nicht richtig lesen. Oder soll ich es auch nicht in Englisch versuchen? So. Do you know, there are two ways, ach ja, kennen wir, eine über Desert und eine über was anderes. Okay. Quite the view, isn't it? This is the best spot in the Einreier Town. If you've come to appraise the stars. Okay. Aha, hier verkauft noch jemand was. Nö, ich will nichts kaufen. Ich mag die Gestaltung dieses Videospiels. So ein bisschen gezeichnet, so ein bisschen Zeichentrick, so eher. Nicht animiert, sondern so zeichnungsmäßig. Finde ich ganz episch. Mag ich, gefällt mir. This is a spiral of learning. We appear new interest, of course, but I am afraid the tower is closed during the summer holidays. Okay, dann komme ich mal in 2 Monaten wieder, oder? I feel bad turning away a visitor from so far away. Sean, please take the spy boy oder so ähnlich. Phoenix Down bekommen. Aha, aha. Anthony, da können wir nicht ran.
wie es aussieht. Ja, was können wir denn tun? Ah, that's right. We should find our guide before we set out. Okay, finden wir mal unseren Guide. Bist du unser Guide? Nö, ist er nicht. Aber du bist unser Guide. Dormitors or the street, won't you stop for the visit? Jane, it's been no long ago. Jungs, how are our faces? Okay. Take a look in this house. Do my eyes deceive me? Is it really Jeff? And even Jane, how glad I am to see you. We haven't seen height, how hair, if you want to, ach, hör auf. Hör auf zu lesen, Zwergi. Kannst das eh nicht. Aha, ob ich Magie brauche? Okay. Versuch's zu lesen und zu kapieren. Bist du unser Leiter? Unser Guide? Nö, ist er scheinbar nicht. Aber unser Guide könnte uns könnte sich unter Umständen hier in diesem Schloss aufhalten. Über dieses Thema. Silver Glasses gefunden. Okay. Hier kann ich nicht durch. Ins Bett legen. Dann ich auch nicht. Schweinchen, mit dir reden. Oink, oink. Oink, 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 oink. Wer war der Second? Ah. Das Schwein berichtet uns ein bisschen über die ganzen Sachen, die wir brauchen. Ah, da können wir ja sagen, learn the basics. Und da wird uns die ganze Anleitung nochmal gezeigt. Nice. Ein sehr nützliches Schwein. Oink, 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 oink. Ein Schwein mit viel Wissen. Ja, aber wo finden wir jetzt unseren Guide? Ein Schwein mit viel Wissen haben wir schon gefunden, aber ich will meinen Guide. Bist du mein Guide? Nee, du kannst nur safen. Nö. Bist du unser Guide? Nee. Now all we need to do is wait for this guide of ours. No offense. Wait, no. What? Na, da kommt unser Guide. Okay. Okay, everyone. Don't make eye contact. Excusez-moi. I will not be ignored. Wait, don't tell me. You're supposed to be our guide? Alles klar. But of course. You were expecting someone else? Are you serious? This is the best they could do? She does appear to know who we are. So I suppose ich mach das Biest dort hier aus, die Schiller und das Biest dort. Der dritte, der rechts, der ganz rechts, der bärtige mit den Hörnern. Das ist doch garantiert der. Schön, das Biest. So, I guess we're doing this, huh? Fine. Der links ist aber auch ganz gut. Nein, nicht die weiße, die weißhaarige, sondern der braunhaarige Junge dort. So, ab geht's. Oh, wer bist denn du? Ach, sie ist die eigentliche Guide. Oh, shit.
Das kann ja heiter werden. Jetzt können wir hier durch, oder? So, jetzt sind wir hier in einem kargen Wildland. Ein wildes guckt man gleich an. Aha, was soll ich tun? Attack vielleicht. Okay. Nice. Mist. Besiegen wir das wilde Pokémon. Los geht's. Ach so, er hat jetzt. Oh, er hat jetzt einen aus dem Team angegriffen. Sowas geht auch. Okay, der Goblin ist tot. Attack Harpy. So, mal schauen. Oh, besiegt. Perfekt. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, aber ich habe es geschafft. Ja, dann würde ich es gar nicht so lang machen. Mir gefällt die Grafik vor allem. Ja, die ist so ein bisschen im Zeichenstil. Finde ich die ganz gut. Ich weiß jetzt nicht, wo ich lang muss. Ich bleib einfach mal hier stehen. Und verabschiede mich. Ja. Gefällt mir im Großen und Ganzen. Ist ein bisschen. Oh, ist heute Nacht. Ist ein bisschen was anderes. Was immer ist in Let's Tests. Ja, vor allem liebe ich den Zeichenstil, diesen animierten Stil, diesen irgendwie gezeichneten Stil, den mag ich irgendwie. Die Kämpfe, die sehen ganz gut aus, die muss ich erstmal kapieren und dann ist es auch ganz gut. Also scheint so ein bisschen eine Pokémon-Edition angedient zu sein. So, das fällt mir als erstes auf, so ein bisschen von den Abenteuern, von den und auch von den Kämpfen, so ein klein bisschen. Erinnert an Pokémon. Ja, das mein jetzt Test. Also, soll ich wieder eine Punktzahl vergeben? Von 1 bis 100. Eine Prozentzahl. Ja, ich habe das Spiel natürlich jetzt noch nicht genug gespielt. Ist jetzt nur ein Let's Test, aber wenn ich sagen müsste, eine Prozentzahl, müsste natürlich ein Let's Play, ein längeres Let's Play bestimmen. Das ist eine Prozentzahl, ich würde so ganz genau gar nicht jetzt noch nicht sagen, aber so vom ersten Eindruck her würde sich auf jeden Fall schon im besseren Bereich aufhalten. So, ich würde es jetzt mal vom allerersten Eindruck, so vom ersten Griff hier auf die Sparte so 80-90% so einordnen. So muss aber. Ja, ich müsste halt noch ein paar spielen und noch ein paar spielen und halt Let's Play-Reihe so erstmal ein bisschen machen und das Spiel erkunden. Naja, man sieht es im nächsten Part. Däumchen nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und ja, gehabt euch wohl, haut rein.